Ich habe daheim einen Händel, stell mir so 15 Händel und einen Hahn. Die dann schon brav die Eier legen, meine Frau hat Freude dran. Da kommt das nächste Fuchs vorbei, der denkt, da schau ich noch. Schlupft eine bei der Hirnlucke, sitzt ganz Familie da. Er fängt gleich aus dem Händelraum, das Geschrei, das habe ich gehört, macht hinter ihm die Lucke zu und drin haben die Händel gerät. Ich habe mir gedacht, der Fuchs, der schlau wird, wenn ich die Tür aufmache, sofort durch die Flucht ergreifen und dort treten. So wird es gemacht. Ich mache die Tür noch einen Spalt auf und sehe ein Viech voraus. Es war wirklich nur Stockfenster. Ich springe aufs Fichsel drauf. Oh Gott, das hat mir weh dran. Na, so was da ist, dieser Gefretzer, so wie mein Übereifer meinen schönen weißen Haut ertritt. Es ist wirklich genauso viel. Genauso viel. Ja? Sag ich, der Haupt war der Erste, der was sagt, sag ich, da mag aussehen. Und ich bin draufgesprungen.